2020 ist ein Jubiläumsjahr für Uraufführungen von Wagner-Opern. So wurde der Tannhäuser, die fünfte vollendete Oper von Richard Wagner, am 19. Oktober 1845 in Dresden zum ersten Mal aufgeführt. Die Richard-Wagner-Stätten Graupa nehmen das Jubiläum zum Anlass und zeigen eine kleine, aber sehr bewusste Sonderausstellung. Die Tannhäuser-Suite des Dresdner Künstlers Johannes Heißig. Also das ist ein ganz spannender Spaziergang durch die bildende Kunst mit dem Hintergrund der Musik. Johannes Heißig, Jahrgang 1953, war in den Wendejahren Rektor an der Hochschule für bildende Künste in Dresden. Den Zugang zu Richard Wagner fand er während seiner Tätigkeit als Stadtgast in Eisenach. Natürlich, man kannte so die Hits von Wagner, Walkürenritt aus Apokalypse Now, und ich hatte diesen Lars von Trier Film gesehen mit einem Tristan-Motiv drin. Und diese Dinge begegnen einem ja auch immer wieder, aber Eisenach war schon der Punkt, an dem es dann irgendwie ernster wurde. 2013 entstand die Tannhäuser Suite. Mittelpunkt der Schau sind 10 grafische Arbeiten Heißigs. Das sind zum Teil Blätter, die bewusst vermeiden, eine allzu große Durcharbeitung der Details, weil ich glaube, dass dieser Konflikt sich auch in der Formulierung ausdrückt. Also immer in dem Moment, wo sozusagen mir eine Konvention über die Schulter guckt, sei es nun mein Wissen um Kunstgeschichte, um Qualität, dann verfestigen sich bestimmte Formulierungen. Dann habe ich die wieder versucht aufzubrechen, um das Emotional-Expressive wieder rauszuholen. Und so sind diese Blätter auch so zum Teil auf dieser Balance entlang gearbeitet. Die Unerlöstheit von Tannhäuser als Spiegel des persönlichen Konflikts Richard Wagners beschäftigte Johannes Heißig während seiner Arbeit. Tannhäuser ist für Heißig ein deutsches Phänomen mit Bezug bis in die Gegenwart. Es ist unerlöste Agieren zwischen Emotionen, starken Emotionen und gesellschaftlichen Konventionen, ja, und auch diesen Drang nach höherer Veredelung des eigenen Tuns, der dann aber emotional wiederum unbefriedigt lässt. Und das halte ich für einen sehr aktuellen Konflikt. Die Tannhäuser Suite, umrahmt vom Gemälde Lizard King, zeigen die Richard-Wagner-Stätten Graupa bis Ende Februar 2021. Wagner ist ein Genie gewesen und hat allumfassend, also die Künste, zusammengefasst. Und vielleicht gelingt uns das mit dieser Ausstellung hier ganz genauso. Ab Mitte Oktober wird die Tannhäuser-Huldigung in Graupa fortgeführt. Dann wird im Lohengrin-Haus ein ganz besonderes Blatt Papier erstmalig für längere Zeit der Öffentlichkeit präsentiert. Ja, wir zeigen unser kostbarstes Museumsobjekt, nämlich ein originales Skizzenblatt zur Oper Tannhäuser von Richard Wagner, das wir im vergangenen Jahr von Frau Eva Rieger geschenkt bekommen haben. Und das ist ein Objekt, das seit seiner Entstehung unzugänglich im Privatbesitz war und jetzt erstmals einer Öffentlichkeit präsentiert wird. Und es gibt eine Begleitausstellung dazu, die zeigt, was dieses Dokument alles aussagt. Es lässt dem Künstler ein bisschen in die Karten gucken, was seine Hintergedanken waren, seine Schaffensweise bei der Entstehung dieses Werks.